Alola, meine lieben Leute. Nachdem wir im letzten Part hier am Ende einen Mann aufgehalten haben, halten wir hier diese Frau auf. Das ist die Aufgabe, die wir hier in Alola bestreiten müssen. Allen auf den Sack zu gehen. Was anderes nicht, ne? Naja, im letzten Part haben wir Bekanntschaft gemacht mit dem bösen Team in diesem Spiel. Ist auf jeden Fall eine interessante Truppe, würde ich mal sagen. Kam etwas unerwartet. Dieser Theme, kann man sagen, ne? Naja, egal. Und wir haben gegen diesen Heini, gegen diesen reichen Schnösel gekämpft. Und jetzt gehen wir hier weiter. Sebi! Hallo. Und was ist eigentlich mit dem Versprechen, dass ihr beide mit mir die Stadt erkundet? Nix. Gut, dass ich dich treffe. Weißt du, ich fühle mich oft hilflos. Ich verlaufe mich häufig und kann nicht mal Kleidung alleine kaufen. Für was bist du eigentlich gut? Du bist da ganz anders. Die erste Prüfung deiner Inselwanderschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Ich habe da etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselwanderschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatrone von Alola zu kämpfen. Kapuriki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben, das habe ich in Lilii gehört. Eine Frage beschäftigt mich. Falls wir Kapuriki begegnen, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölchen gerettet hat? Naja, muss man wirklich einen Grund haben, jemanden zu retten? Und so ein Schutzpatron scheint jetzt nicht einer der Bösewichte zu sein, oder? Naja, vielleicht schon, ne? Das wäre vielleicht dieser Twist, dass irgendwie ein Bösling diesen Kapuriki schon irgendwie eingefangen hat und sich gedacht hat, wenn jetzt dieses Wölkchen drauf geht, dann ist das schlecht, deswegen retten wir das Viech jetzt erstmal. Warum sie nicht gleich das Viech klauen, weiß ich auch nicht, aber who knows, who knows. Sebi, viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Gut. Ja, ist ein bisschen fies, wenn ich sage, für was bist du überhaupt gut. Aber wie es ausschaut, Bücher lesen, du scheinst gebildet zu sein. Das könnte deine Stärke hier sein. Es wäre ein bisschen kontraproduktiv, wenn du auf dieses Pokémon aufpassen musst, wenn du nicht wirklich dich wehren kannst, dich dauernd verläufst. Das ist eben noch, wo ich mich frage, why? Dann wundert es mich nicht, dass du mich dauernd verfolgst. Du fühlst dich einfach nicht so sicher. Ja, du kannst mich ruhig begleiten, wenn du nicht dauernd deinen Mund aufreißt bei jeder Sache. Hab ich nichts dagegen, ne? Wäre auch mal was Tolles, würde ich sagen. Tau! Hey, das ist mir endlich ausgerückt! Lass mir auch mal streicheln. Warum denn? Tau? What? Sieh mal, wie sehr es sich freut. Vermutlich spürt es deine Liebe zu Pokémon. Übrigens, ich glaube, es ist immer so aufgeregt, weil es gerne selbst auf Inselwanderschaft gehen möchte. Ich gehe. Wie? Du möchtest fangen spielen? Na gut, der alte Haller wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich der Inselkönig. Okay. Wie es wohl jenseits von Route 2 aussieht? Musik ist geil auf jeden Fall. Ein gerade bewachsener Weg. Kann ich hier endlich mein Viech fangen? Ui. Was ist dort hinten? Kann ich hier endlich meinen Würfel fangen? Ich möchte einen Würfel haben. Weil ich befürchte, dass wenn wir zu diesem Ort kommen, wo wir das fangen können, und wenn wir dann dieses Pokémon hoch trainieren möchten, dass es sich dann bald mal entwickelt. Und das fände ich schade, weil Würfel sind so niedlich. Ich möchte mit dem Viech hier
mein Abenteuer noch bestreiten. Nicht dann noch mit der Weiterentwicklung. Weiterentwicklung kriegen wir dann eh irgendwann zu Gesicht und ist dann bis zum Ende. Aber ne, die erste Stufe, das ist schade. Gut. Was mir aber jetzt auffällt, ist wirklich, dass hier doch ziemlich viele Kanto-Pokémon sind. Ja, jetzt ist mal ein anderes Pokémon hier, aber ja, Raumato, hätte man da jetzt kein fünftes Gen-Psycho-Pokémon reinpacken können. Wir haben schon so viele Kanto-Pokémon hier. Und falls sich das jetzt wirklich so entwickelt, oh, interessant, falls sich das jetzt wirklich so entwickelt, dass hier hauptsächlich nur Kanto-Pokémon oder die Kanto-Region bevorzugt wird, dann finde ich das schlecht. Zudem mal auch, wir dürfen nicht vergessen, es ist 2016, 20 Jahre Jubiläum von Pokémon. Und warum feiert man dann so gesehen eigentlich nur Kanto? Dieses Thema hatten wir ja schon, glaube ich, in der Taglog. Der Part kommt vielleicht noch. Mal schauen. War das Together mit Lucky und Leon. Kam das Thema auf. Weil zum Beispiel, ne, was angesprochen wurde, Pokémon Go. Waren auch nur die erste Gen-Pokémon. Und das ist irgendwie so. Pokémon besteht mehr aus der ersten Gen. Ja, erste Gen und so, das waren die Anfänge und die sollte man auch in Ehren halten in dem Sinn. Aber man kann es übertreiben. Mir geht schon langsam Kanto auf den Sack. Weil Pokémon besteht mehr aus Kanto. Mehr als aus Kanto, so. Was ist mit Johto? Johto-Pokémon, haben wir Johto-Pokémon? Ja, Ladybug. Wow, Ladybug. Das ist das beste Pokémon, da freut man sich gleich. Ein Farbigel ist, glaube ich, auch Johto, oder? Ich glaube schon. Tja, Sinnoh fehlt irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Oder haben wir schon irgendein Pokémon mit... Setzt du jetzt Verzweiflung ein? Ja. Oder Verzweifler, so heißt die Attacke. Bitte, ich möchte fliehen. Please. Oder willst du dich selber umbringen? Dann töte ich dich halt, wenn du das möchtest. wo war ich denn jetzt? Ja. Fünfte Gen-Pokémon habe ich, glaube ich, haben wir noch kein einziges gesehen. Oder sechste Gen. Wo sind die? Fast nur Kanto-Pokémon hier. Das ist... muss nicht sein. Wie schon gesagt, man kann es extrem übertreiben. Eine Region zu bevorzugen. Da haben wir zwei Kanto-Pokémon, ne? Ach, das fände ich wirklich schade. Ich hoffe mal, das bessert sich dann. Für später. Ach, come on. Warum gehe ich auch mit Fleckmon ins hohe Gras rein? Ach, naja. So. Tüdün. What the fuck? Na, auf Inselwanderschaft? Dann besteht deine nächste Prüfung darin, mich in all meiner Schönheit zu besiegen. Naja, wenn du so schön bist und auch so eingeschnappt bist von dir selber, wie soll ich dich dann in deiner Schönheit besiegen? Wenn du eh nicht einsehen kannst oder eh nicht von diesem Gedanken abweichen kannst, dass es jemanden gibt, der noch schöner ist als du. Also, ja. Zudem es ein bisschen merkwürdig ist, dass sich jetzt so ein Mädel, wie alt ist die? Wie alt ist die? Keine Ahnung. Wenn jetzt dieses Mädel sich jetzt vergleichen muss mit einem 10-jährigen Jungen, ja, ein bisschen merkwürdig, oder? Bulch, kannst du was? Ja, verfolgen. Dann schicke ich dich mal rein. Bulch. Gut, komm wieder zurück. Naja, schauen wir mal wieder, wie sich das mit Pokémon entwickelt. Weil vielleicht die nächste Gen bevorzugt dann eine andere Generation, ne? Oder eine andere Region. Das kann ja auch gut sein. Aber... wie schon gesagt, das Jubiläumsjahr von Pokémon
Ja. Da sollte man nicht nur eine Region hervorheben. Das ist ein bisschen arschig, würde ich sagen. Oh, glatt man neidisch. Information stimmt. So, ich muss jetzt wieder heil gehen. Hey. Naja, aber es lässt sich eh nichts machen. Man kann jetzt nur noch zurückblicken und sagen, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Naja, aber das ist eh ein Thema, was ich ansprechen wollte. Und das spreche ich jetzt auch an. Ich habe jetzt eh Zeit dafür, wie es ausschaut. Wenn mich jetzt keiner unterbricht, dann auf der Route. Naja, es geht eben um das Jubiläumsjahr indirekt. Und ich muss aber auch eingestehen, was Pokémon Sonne und Mond betrifft, die Vorfreude war nicht gigantisch. Weil da war etwas, was diesen Hype bei mir schon ein bisschen gedämpft hat. Nämlich, ihr habt es wahrscheinlich auch erfahren, dieser Hass, kann man sagen, der dann geherrscht hat, weil Europa, ne, Europa-Release-Termin und alle anderen haben schon 5 Tage vorher bekommen. Da muss man sich dann auch fragen, bei manchen, man kann ja eigentlich abwarten 5 Tage, das ist ja nicht so schlimm. Aber ich denke mal, das große Problem bei der ganzen Sache war was anderes. Vorsicht vor den Vorschülern. Vorsicht vor den Vorschülern. Naja. Nämlich Social Media und sowas. Wenn man im Internet unterwegs ist, und das ist heutzutage eigentlich jeder, ja, und da jetzt der Rest der Welt schon 5 Tage vorher das Spiel hat und Social Media damit dann zuspammen, dann ist das schon unfair. Dann kann ich das schon verstehen mit, ja, es ist unfair, da muss man was dagegen machen. Sonst hätte ich wirklich gesagt, 5 Tage ist ja nichts. Aber, ne? Es wird dann einen so viel gespoilert, auch wenn man vorsichtig ist. Ich kenne es ja selber. Ich habe geschaut, dass ich durch Tweets auf Twitter oder Thumbnail-Bilder auf YouTube, dass mir da nichts gespoilert wird. Ich muss im Endeffekt sagen, ist relativ gut gegangen beim Überlesen oder einfach beim Überfliegen von Social Media und alles drum und dran, dass ich da nicht zu sehr drauf achte. Ja, einiges kenne ich so gesehen, ne, die Pokémon. Ich gehe nicht nochmal heilen. Ich schaue nochmal, wie viel Pokémon hier, oder wie viel Pokémon es hier gibt, ne. Wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Achso, ich war ja gerade bei diesem Hass. Und es entstand ja so ein regelrechter Hass. Nicht? Auch weil dann YouTuber, europäische YouTuber angefangen haben, schon am 18. das Spiel rauszuhauen. Obwohl eigentlich Euro-Release am 23. ist. Und das hat ja einigen auch nicht gefallen, weil sie eben gedacht haben, dass denen dadurch jetzt was gespoilert wird auf YouTube. Ja, man kann stumm schalten und so, aber das ist auch alles so blöd gewesen. Ne, das Ganze. Ja, gibt's noch irgendwie. Es gab halt auch Streitereien und das ist irgendwie. Ja, das sind die Leute, die diese Streitereien angefangen haben, irgendwie auch beteiligt und die sollten sich mal an die eigene Nase fassen, kann man sagen. Nicht nur auf andere deuten. Aber ich muss auch sagen, ich bin enttäuscht von Game Freak, Pokémon Company, Nintendo, wer auch immer dahinter steckt. Weil, ja, man kann wieder mit dem Argument herkommen, ja, weil die Verkäufer früher angefangen haben, das Spiel zu verkaufen. Das war ja immer, das war jetzt bei Pokémon Sonne und Mond ja auch so, dass da ein paar Verkäufer gesagt haben, oh fuck it, ich werde eine Woche vor Euro-Release auch schon anfangen damit. Das ist ja auch so eine Art Konkurrenzkampf. Wie auf YouTube dann mit den ersten Parts raushauen, gibt es ja auch Konkurrenzkampf. Und ja, ich kann schon verstehen, dass wer auch immer dahinter steckt, Nintendo, Pokémon Company, dass die da ihre eigenen Vorstellungen haben und dass die dann wütend sind auf die,
Wer weiß überhaupt, wer oder was schuld ist, dass hier bei Euro-Release irgendwie, dass der Euro-Release ein bisschen nach hinten verlegt wurde. Ich glaube, das steht ja noch nicht offen, oder? Wurde das offiziell gesagt, wer da schuld ist? Man vermutet halt die ganzen Märkte, die das schon früher verkauft haben. Weil die sich ja auch an einen gewissen Vertrag halten müssen, nicht? Aber es ist auch letzten Endes nur eine Vermutung. Und ich denke mir da halt auch, da scheint es auch ein Problem zu geben mit der Kommunikation zwischen den Verkäufern und Nintendo und Co., ne? Ich würde Pokémon geliebt hat. Okay. Warum kämpfen wir eigentlich auf dem Friedhof schon wieder? Mädel. Nayla. Es kommt endlich mal ein Name hervor, den man nicht so oft liest. Pika! Und der Hintergrund auch wieder schön eingebaut. Naja. Aber wie schon gesagt, ich bin doch ziemlich enttäuscht von der offiziellen Seite, sagen wir jetzt einfach mal. Weil ich denke mal, die sollten schon irgendwie Einblick haben, was sie damit machen, wenn sie, ne, so einen, den Euro-Release nach hinten verschieben. Wie viel Spieler, Gamer sie damit enttäuschen. Nicht? Und dass eben diese Streitereien dann zustande kommen, das kann man sich ja denken. Besonders Nintendo hätte da was sagen können. Oder Pokémon Company, das ist doch nicht so weit hergeholt. Die kennen sich da aus mit Marketing und wie die Gesellschaft so tickt, kann man sagen, ne? Die kennen sich da aus. Wenn die was anderes sagen, das glaube ich denen nicht wirklich. Und dementsprechend bin ich da wirklich enttäuscht von den offiziellen Seiten, dass sie sowas überhaupt gemacht haben. Im Jubiläumsjahr. Wäre das irgendwie ein 0815-Jahr, nächstes Jahr, ne? 21 Jahre. Dann wäre es ja nicht so schlimm, würde ich sagen. Aber das große Jubiläumsjahr, das so gefeiert wird, 2016. Und dann sowas machen. Das ist sowas von... Why? Deswegen war da meine Vorfreude ziemlich gedämpft. Weil... Oh Mann, du armes Vieh. Komm eher. Ich glaube, das ist ja die Medizin, ne? Und da muss man länger schrubbeln. Ist mir jetzt Osquin auch schon aufgefallen, nicht? Oh Mann, komm eher. Aber das finde ich nice, dass man das eingebaut hat. So viel Game Freak und Pokémon uns schon gegeben hat, ne? Mit der ganzen Serie, jetzt hier mit den neuen Spielen, mit den ganzen Neuerungen. Das uns das glücklich macht. Das sage ich ja nicht, dass Game Freak jetzt oder wer auch immer dahinter steckt, voll die bösen Leute sind. Die haben uns ja sehr viel gegeben. Aber ich denke mal, wir haben denen ja im Prinzip dann auch viel gegeben. Und jetzt Europa so zu vernachlässigen, das finde ich extrem asozial. Und dann habe ich immer den Gedanken, ja, durch Pokémon Sonne und Mond, da spiele ich dann ein Spiel und unterstütze dann die Leute, die eben sowas fabriziert haben. Das ist immer so, deswegen war ich nicht so extrem gehypt auf das Spiel. Aber dann, als ich gespielt habe, kam der Hype wieder hoch, weil es ist Pokémon, ich liebe die Serie. Aber es ist trotzdem eine Sache, die ich, wenn ich jetzt Pokémon Sonne und Mond beurteilen müsste, dass es eine schlechtere Bewertung von mir bekommen würde. Muss ich leider sagen, weil das geht nicht. Dieses Marketing, das gehört ja auch dazu, ne? Das Marketing. Das ist einfach nur, nee. Das war einfach bescheuert. Dumm. Nicht wertschätzend. Ne? Warum eine Gruppe von Fans so ausschließen? Egal aus welchen Gründen. Es ist ja nicht so, als hätte die ganze Europa-Fangemeinde aufgeschrien und einen Aufstand gemacht und demonstriert gegen Nintendo, Pokémon Company oder sowas. Dann kann ich's verstehen. Aber wir haben ja im Prinzip ja nichts gemacht. Also, ja, und ich denke mal, das mit dem Verkaufen, ich kann mir vorstellen, dass das bei anderen Ländern auch gang und gäbe ist. Ich denke nicht, dass das nur bei uns ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Absolut nicht.
Ja, das ist eben der Punkt. Den wollte ich auch mal angesprochen haben. Ich hab da schon eine gewisse... Oder ich bin da schon enttäuscht. Von wer auch immer jetzt von offizieller Seite dahinter steckt. Das musste nicht sein in so einem Jubiläumsjahr. Und 5 Tage, warum 5 Tage? Wenn, dann sagt ein Monat später oder so. Wenn ihr wirklich so wütend seid in dem Sinn, ne? Aber ne, es sind 5 Tage, da hätten sie auch ruhig am 18. das gleich raushauen können für uns. Das ist eben das. Was? Achso, Fotoschießen. Da aber sieht man nicht eine Stelle, ne? Und auf der Karte auch nicht. Gut, dann müssen wir uns umsehen, wie es ausschaut. Jetzt noch auf dem Friedhof Fotos schießen. Ja. Was muss ich denn? Ah, da oben. Ein Zubat. Interessant. So, ich probiere es jetzt mal. Nicht schlecht. Ja, doch. Nein. Naja, ihr könnt ja auch ruhig in die Kommentare schreiben, wie ihr das empfunden habt. Aber ich hab's einfach unnötig empfunden. Nein. Nicht so einfach, ne? So. Da kommt ja mal her, ne? Come on. Aber es scheint ein bisschen random herumzufliegen. Gefällt mir. Wenigstens eins. Ah. Ich kann ja auch zoomen, nicht? Oh Gott. Oh. Na, das war so... Na, schauen wir mal. Ja. Komm. Ich möchte es aber noch mal probieren. Ja. Stand da gerade romantisch? Für ein Bild, das wir auf dem Friedhof geschossen haben. Ja, gut. Nebulak. Macht das irgendwas Besonderes? Sehr schön. Sehr ordentlich. Es steht einfach nur blöd herum. Wie ein creepy Stalker, ne? Aber schaut uns nicht an. Come on. Mach wieder was. Ja, komm. Gut. Ich denke mal, das ist gut. This is nice. Wurde geteilt und... Oh, das ist Hammer! Guten Abend! Passables Foto. Yes! Was? 6000? Ui. Ja, das speichern wir. Das ist ein nices Foto, muss man sagen. Weitere Fotos, ja. Ich würde sagen, nur hoch 1-2 Minuten hier, ne? Gibt's hier da... Also, wenn es nicht mehrere Pokémon hier gibt, dann... Lass ich schon, aber da möchte ich sowieso. Ah! So. Ah! Ist gar nicht so einfach. Ah. Boah, das war gut. Echt gut, ja. Und vielleicht noch so front. Nee. Ja, doch. Ja, komm. Das wollte ich eigentlich nicht schießen. Gut, aber da haben wir eh am Anfang gleich was Gutes bekommen. Ja, da in der Mitte gleich. Schauen wir mal, ist das wie in Pokémon Snap? Was für eine Kamera benutzt du? Yes, 7000. Sollen wir noch weitermachen, bis wir die 10.000 voll bekommen? Einmal noch und schauen, welche Pokémon wir bekommen. Und? Nee. So, komm. Eine Pose noch für mich. Schaust du dann ein bisschen nach oben, nicht? Yes, komm.
Nein, nein, nein. So. Jupp. Dann. Wie ist 3 schon? Gut, ich habe 2 davon. Tolles Foto. 9000. Ja, dann schießen wir noch eins, ne? Weitere Fotos machen. Dann haben wir die 10.000 voll, kriegen nächste Funktion, schauen wir auch kurz an und dann war's das. Hm? Was macht das jetzt? hallo? Ist dort oben noch irgendwas? Ja, pff. Was sollen wir da machen, wenn es sich nicht umdreht? Die erwarten nicht von uns, dass wir jetzt 10 Minuten hier sitzen, uns hinsetzen und ja, warten, bis der Tag um ist. So. Das letzte Bild war wunderhübsch. Das war das beste Bild ever. So. Ja. Das war eine Pose. Ist aber komisch. Guten Abend. Ja, was denn? Kann ich doch nichts dafür. Es gab kein anderes Motiv. Wahrscheinlich waren wir so gut. Wahrscheinlich waren wir so gut, dass das Spiel da jetzt gemeint hat. Nö, so geht's nicht. So. Na. Es war nicht ganz mittig. Oh. Das war sehr schön. Yes. Und snipen, snipen. Nee, das war schlecht. Komm. Aber wir haben doch einige Fotos schießen können hier. Yes. Nur welches ist besser? Wir sagen das hier. Come on. Cool. Diese. Hat da jemand geschrieben, diese Gegend kenne ich, Zwinker? Voll der creepy Serienmörder, ne? So ein Psychopath. Gut, was kriegen wir jetzt? Aha. Verbesserte Zoom-Funktion, nicht Region. Welche Zoom-Funktion? Aha. Ist unverändert. Also noch weiter. Ich glaube wirklich, es geht hier darum, ein möglichst großes Pokémon oder das Pokémon im Bild zu haben, in seiner vollen Gänze. So. Oh Gott. Da kommt es ja mal. Ne? Oder ich schaue hier hin. Ach, come on. Wie es mich trollt. Oh. Troll mich nicht so. Nicht schlecht. Nur noch ein Versuch. Das war jetzt aber nicht so schlecht, oder? Oh Gott, shit. Wohl eher noch das hier. Gut. Wie viele Punkte bekommen wir dafür? Brillant, gut gemacht. Ja. 100.000, bist du deppert. Ja, dann beenden wir das mal. Gut. Wir waren da beim Fotografieren am Friedhof. Das ist ja geil. Na Leute, das war's auf jeden Fall für heute. Macht's gut und tschüss. Bye, bye.